Hallo, herzlich willkommen hier, Pirne Daniel am Rohr. Ich befinde mich gerade in einem ganz frischen neuen Abschnitt am äußeren Zipfel des Bayerischen Waldes. Das Gebiet ist von uns noch nicht erkundet worden. So wie es ausschaut, war hier in diesem Gebiet auch noch kein Goldsucher. Ich habe keine Spuren von irgendwelchen Umgrabungen auf den letzten 3 Kilometern gesehen. Wir haben überall diese Situation. Also bemooste Steine, knallhart verbackene Oberfläche. Und wir haben jetzt hier den Bach auf eine Länge von 3 Kilometern. Haben wir das Ganze jetzt an verschiedenen Stellen prospektieren und es ist wirklich kaum zu glauben, es ist an jeder Stelle Gold. Jede einzelne Stelle hatten wir Gold. Zwar nicht in jeder Pfanne gleich, aber in fast jeder Pfanne. Also 80-90% jeder Pfanne haben wir ein oder zwei oder teilweise 3 Flitter drin. Die Flitter zeige ich euch jetzt auch mal. So schauen die aus. Das war ich jetzt ungefähr 1,5 Stunden drüber, diese Goldmenge hier zu finden. So schaut das Material aus und so schaut das Gold dazu aus. Und das hier, das sieht man so ein bisschen, da ist lauter Glimmer dran hier an diesen Stein. Das Spannende ist, das ganze Gestein, was wir jetzt hier sehen, das soll angeblich vor 300 bis 500 Millionen Jahren aus dem Fichtelgebirgsraum um Goldkronach herum abgetragen worden sein und wurde dann durch eiszeitliche Gletscherbewegungen bzw. so Muränen verschoben, ungefähr 50 bis 70 Kilometer weit. Das muss ich mir vorstellen, 50 bis 70 Kilometer weit. Ja, Markus kommt jetzt hier gerade. Markus bringt gerade Black Sand. Wir haben hier nämlich gerade diese ganze Geschichte untersucht. Schau dich das mal an. Wir nehmen dann diesen Black Sand immer mit und schauen den dann zu Hause natürlich nochmal durch. Und ganz wichtig, das ist auch zur geologischen Bestimmung, was praktisch hier in dieser Gegend für Gesteinsarten sozusagen auftauchen, die werden im Museum bzw. bei einem befreundeten Menschen, der so eine relativ gut ausgebaute Hobbywerkstatt hat, sage ich jetzt einfach mal, der hat ein Gerät für 20.000 Euro, in dem man die Analyse machen kann, was für Mineralien bzw. was für Goldgehalt in den jeweiligen Proben drin ist. Also ja, geht vielleicht sogar schon leicht in den professionellen Bereich rein, aber hat auf jeden Fall nicht jeder zu Hause in der Garage rumstehen. Ist auf jeden Fall interessant. Und dieser Person werde ich meine Proben dann zur Verfügung stellen, um herauszumessen, wie viel Gold dort an so einem Goldflitter dran ist. Oder ob so ein Goldflitter im Endeffekt aus nur, keine Ahnung, 70% Gold besteht, 80% Gold oder vielleicht sogar 90 oder 95% Gold. Es sind ja oft andere Anhaftungen noch mit dran. Also zum Beispiel Silber oder Platin oder Blei oder was auch immer. Es ist sehr spannend auf jeden Fall. Ja, was kann ich euch jetzt noch über das Gebiet hier sagen? Also diese Informationen, wo man praktisch solche Gebiete finden kann, das finde ich eigentlich am allerspannendsten. Und da kann ich euch sagen, es ist unglaublich viel Arbeit notwendig, alte Schriften durchzulesen, also alte Bücher, die sich mit dem Thema Goldwaschen oder beziehungsweise Fundgold beschäftigen. Das sind meistens Bücher, die sind schon älter, also älter wie 100 Jahre und da steht viel drin. Also als kleiner Tipp, ich habe zum Beispiel vor kurzem auf einer Burg eine Landkarte entdeckt und auf dieser Landkarte waren die Flüsse drauf, die um die Burg
goldführend sind oder waren und wo die früher Gold geschürft haben, um dem Burgherren sozusagen Geld in die Kasse reinzubringen. Also auf einer Burg fand man diese Karte, nicht in einem Buch, sondern auf der Burg. Und das hing auf so einem, auf so einer holzgezeichneten Wandkarte, die, keine Ahnung, 600, 700, 800 Jahre alt war. Also viele Überlieferungen, die gibt es gar nicht in Buchform, sondern die hängen versteckt irgendwo und man muss halt auf die Zeichen achten. Es gibt zum Beispiel auch Steine in der Umgebung, auf denen sind sogenannte Gräl drauf, also das sind so Seifengabeln. Das sind so zweizinkige Gabeln, dreizinkige Gabeln oder Rechen oder wie auch immer. Und das sind Seifenwerkzeuge, mit denen praktisch früher aus der Goldwaschrinne die großen Steine rausgeschoben worden sind, weil die hatten ja noch kein Sieb. Siebe sind erst später entwickelt worden. Und ganz am Anfang hat man eben mit diesen Stöcken gearbeitet und hat die großen Steine einfach aus der Rinne rausgeschoben. Es ist auch in Goldgronach im Museum sind da einige Sachen ausgestellt, wenn ihr euch das mal in echt anschauen wollt, wie sowas ausschaut, einfach mal angucken, sehr interessant. Und was man dann zum Beispiel jetzt noch machen kann, ist in solchen Gebieten wie hier die Seifenhügel, die hier überall außen liegen. Ich zeige es euch gleich einmal, wie die so ausschauen. Das ist natürlich auch ein Indiz dafür, dass hier früher große Goldbau- bzw. Goldseifentätigkeit war. Manchmal lässt sich auch aus den Namen der Umgebung heraus filtern sozusagen, dass dort Gold abgebaut wurde. Natürlich, wenn der Ort irgendwas mit Gold heißt, dann ist es logischerweise darauf hindeutend, aber es muss nicht unbedingt immer Gold sein, wie diese Orte heißen. Es gibt zum Beispiel auch Weißbach, das ist so ein typischer Name, weil Weiß ist praktisch die Bezeichnung für Gold oder Gülden und ein Weißbach ist ein deutliches Indiz dafür, dass also das ein Goldbach sein kann. Und je nach der Region, in der man ist, jetzt zum Beispiel im Bayerischen Wald, da gibt es dann so Orte, die halt mit Loch oder mit Pinge oder sowas in der Richtung enden. Das sind dann sozusagen Gruben, die ausgehoben worden sind und diese Bezeichnungen, die wurden dann auf den Ortsnamen übertragen und haben sich dann in die heutige Zeit überliefert. Also da kann man aus den Namen der Ortschaften auch teilweise herausschließen, wo oder was die da früher gemacht haben. In der Regel ist es auch so, dass nach den Goldwäschern, als das praktisch mit dem Ertrag zurückging, später diese aufgebaute Infrastruktur für andere Sachen weiter benutzt wurde. Also zum Beispiel zum Herstellen von Glaswaren, zum Herstellen von Spiegeln oder anderen Dingen, die an einem ja, so goldführenden Gewässer praktisch gemacht worden sind. Also Spiegelwiese ist zum Beispiel so ein Begriff, was meistens darauf hindeutet, dass als erstes Gold gewaschen wurde und dann später eben, wie gesagt, andere Sachen dazu kamen. Ja, ansonsten haben wir natürlich dann noch die klassischen goldführenden Gegenden, in denen ihr Gold finden könnt. Das ist auf jeden Fall die Gebiete, in denen Störungszonen sind. Also zum Beispiel in Thüringen am Thüringer Sattel oder in Oberfranken im Bereich Goldgronach, in den Bayerischen Wald rein, im ja, allgemein überall Bayerischer Wald, dann natürlich in den Alpen, im Tauerngebiet könnt ihr auch Gold finden oder in der Schweiz, am Jungen Rhein oder am Napfgebiet, dort gibt es sehr viel Gold. In Frankreich zum Beispiel, am Gardon oder auch in Tschechien gibt es auch Gold, in Polen könnt ihr Gold finden. Also es sind ganz viele Orte. Auch Italien natürlich, Norditalien, es wurde ganz viel Gold geschürft, früher schon von den Römern her. Also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, man findet ganz, ganz, ganz viele Orte, wo es Gold gibt. Aber man muss suchen, es gibt keine solchen Lexika, wo man jetzt dann aufblättert und kann sich da bequem was raussuchen. Also so läuft es beim Goldwaschen nicht ab. Ihr müsst euch da schon ein bisschen hinsetzen und ein bisschen Recherche betreiben. Es kann auch mal ein, zwei Jahre dauern, bis man dann im Endeffekt verwertbare Informationen hat. Und da muss man halt dann einfach anfangen, das stückchenweise durchzukauen, dahin zu fahren, sich das alles anzuschauen. Und dann kommt man auch langfristig mit der ganzen Geschichte weiter und kann langfristig beim Goldsuchen dann erfolgreich werden. Wichtig ist halt vor allen Dingen, wenn ihr mit dem Hobby anfangt, dass ihr da Sitzfleisch habt, dass ihr da entspannt bleibt. Viele Goldsucher machen halt den Fehler, die denken halt, die gehen hin und fangen als erstes mit der Ernte an. Ne? Also so läuft es aber nicht.
ihr müsst es im Endeffekt sehen wie in der Landwirtschaft. Man hat am Anfang ja nicht das fertige Feld zum Ernten. Also man muss ja am Anfang erstmal sozusagen den Boden umackern, das Unkraut rausziehen, herausfinden, was überhaupt auf dem Boden wächst, dann den Boden vorbereiten, den Boden düngen, dann die Saat ausbringen und so weiter und so weiter. Und dann irgendwann am Ende des Jahres, wenn man ganz viel Glück hat, kann man vielleicht was ernten, falls es keine Trockenheit gegeben hat, falls es keine Schädlinge gegeben hat, falls es keine Pilzerkrankungen gegeben hat. Und genauso ist es beim Goldsuchen auch. Diese ganzen Vorarbeiten, wenn man die gemacht hat, dann kann man am Ende vielleicht Gold finden, wenn man an der richtigen Stelle ist. Ja, das Hobby an sich, muss ich sagen, ist auf jeden Fall wunderschön. Und ich kann euch das nur ans Herz legen, mal sowas auszuprobieren, in verschiedene Gebiete zu fahren, euch dort mal die Flüsse und Bäche anzuschauen und einfach mal zu testen, zu checken. Und ich würde mich über Kommentare von euch freuen, ob ihr mit den Informationen von mir hier was anfangen konntet. Ihr könnt auch gerne mal bei mir vorbeikommen. Ich bin regelmäßig sonntags in Goldkronach am Goldberg, mache dort Goldwaschkurse für alle, die sich interessieren dafür. Und ja, da können wir natürlich gerne auch ein bisschen reden, sofern es die Zeit erlaubt, und sich ein bisschen austauschen. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch viel Erfolg bei der Goldsuche. Wir sehen uns am Bach. Bleibt gesund. Bis die Tage. Euer Pioneer Daniel. Ciao. Thank you.